Herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier in Thüringen. Ich wünsche allen einen schönen Wochenstart. Und einen schönen Dank fürs Reinschauen, fürs Liken und auch mal kommentieren. Wer immer das macht, ist okay. Hier die eine oder andere Sexanbieter, der da ist. Online hier Girls und so, ne? Das wird von mir sofort gelöscht. Möchte nicht haben. Gehört hier nicht her. Ich kann woanders spawnen, ne? Oder spoilern, wie man sie das nennt. Wer spoilern will, muss schon eine volle Folge anschauen, ne? Und nicht die ersten 30 Sekunden. Und das auch nicht mal richtig geschaut. Weil der da. Was sehe ich ja, ne? Einer der ersten, der kommentiert und dann nicht zu sehen ist hier in der Dings da. Analysiker, um das Ding da heißt da. Da kriege ich mit. Die Tage frei und da sehe ich da genau, was los ist. Ist aber wahrscheinlich eher einer aus den USA vom Namen her. Also da er nicht er oder sie nicht reinschaut, wird das nicht weiter interessiert sein. So, jetzt zum Thema hier. Wir machen hier Feld Nummer 60. Aktuell Strohsammel. Und auf Feld Nummer 60 wird auch noch geerntet, Weizen. Feld Nummer 48, 49 auch noch geerntet, Weizen. Sind die auch fleißig bei. Ich hoffe, so schnell wie möglich das fertig kriegen. Ja, dann geht es dann weiter auf Feld Nummer 41, Gerste. Und 12, auch nochmal Weizen. Wie und wann ich denn die 28, 29 kaufen werde oder die 10, weiß ich noch nicht genau. Ist noch nicht. Ich möchte nach Möglichkeit noch einmal sehen, dass ich da. Faktor wegtauschen her. Der andere Stelle. Ja, dann möchte ich mal sehen. Na, ob ich da noch Mission abfassen kann mit Düngen. Ne? Ist ja noch nicht voll gedüngt. Da kann man sicherlich noch zwei Missionen machen normalerweise. Schau mal. Ein bisschen mehr geht noch zu verdienen hier. Ein bisschen. Ja, das gibt bei mir alles in den globalen Markt. Nur was ich nachher später hier verkaufen werde, Maiskörner, das werde ich dann bei mir im Lager reinfahren. Soja übrigens auch, Soja auch. Das werde ich hier vor Ort verkaufen. Normalerweise im Frühling, aber ich werde es dann verkaufen bevor die. Oh, ja genau. Bevor. Wenn ich schon schuckel. Bevor ich die Karte wechsle. Ja, also. Die Karte ist noch nicht da, aber das kommt nachher flachartig. Ne? Also das kann man nicht, weiß man vorher nicht. So, hier vorne müssen wir den Tacker tauschen. Den stellen wir mal links hin. Hier links rüber. Den parken wir hier mal zwischendurch. Wir haben ja hier noch diesen hier. Der GTB. Das war über den Traktor, den ich genommen habe für mein Logo. Ich wollte nicht zum Beispiel, ich wollte nur starten oder zumindest abkoppeln wollte ich. Dass ich hier nur ja Taste ist schnell gedrückt, ne? Q und die andere Seite daneben mit springen, tappen vom Fahrzeug zum anderen. Wenn man viele hat, ist das schon ein Problem. Das fand ich damals hier bei der Gaben des Kopf Gaben des Cockerbus nicht schlecht. Da gab es Hallen, da hast du reingefahren, Tür zu gemacht. Und die Fahrzeuge haben nicht mehr registriert, war nicht mehr da. Also kommt man nicht rein tappen. Muss man zur Halle zu Fuß gehen oder hinfahren mit einem anderen Fahrzeug. Und dann konnte man das entsprechend rausspringen, ne? Rausfahren und dann konnte man die auch wieder erreichen. Und derzeit, wo sie in der Halle waren, gingen sie dann auch nicht weiter kaputt, ne?
Das war also ein Vorteil. Deutliches Vorteil. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Die Karte war so nicht schlecht. Und mir hat sie nicht gefallen. Letztendlich. Die Größe hat mir nicht gepasst. Viel Territorium nicht genutzt. Oh, durchdrehende Reifen. Das ist nicht gut. Muss man Auge behalten. Zwei durchdrehende Reifen. Wollen wir kurz. Wir müssen mal gucken, was los ist hier. Der steht mich hier so komisch. Wo ist hier am Feldrand? Warum fährt der eigentlich darüber? Müsste eigentlich. Ne? Mal nur 40. Man fährt auf 48. Ist 49, okay. Aber der wäre auch im anderen Feld gewesen. Bald macht er ja beides. Gut. Das ist auch so, ne? Soll dich weiter stören. Solange die dann entsprechend noch leer gemacht werden, ne? Wir bringen mal Stroh hier rein. Können wir sehr gut verwenden in der Marsch für Pelletfabrik. Könnt auch da nehmen für die Tiere vor der Produktion und so. Alles kein Thema. Das hockelt hier ein bisschen. Kann am Sägewerk liegen. Muss man sehen, dass ich. Ja, ich hätte gerne das Holz verarbeitet, ne? Jetzt geht's aber nicht. Und jetzt mal eine neue Verkaufsstelle. Ich weiß nicht genau. Ja, das fällt eigentlich verkehrt, aber gut. Das war haarscharf. Daneben. Hier schon Stroh raus. Nö, immer noch voll. Ich hatte mal Strohball draufgelegt gehabt. Und seitdem ist das Ding voll. Jo. Das ist halt so, ne? Ich meine, dass das so hier stark ruckelt, kann auch daran liegen, dass die Tiere so viele sind, ne? Mittlerweile sind schon 300 Rinder im einen Stall und andere über 250 wieder, ne? Und dann hier das 20 Rinder, also Bullen, ne? Die sollen ja mal irgendwann verkauft werden. Ja, 1,5 Jahre sind die schon alt, einige. Ich glaube 4. Jetzt sollen aber bestimmt noch 8 Monate raufgehen. Also jetzt theoretisch zu Weihnachten eigentlich, ne? Theoretisch. Das war einfach schnell. Wir rasen heute hier. So. So. Und wieder sammeln, ne? Bevor hier Regen kommt. In Thüringen fällt immer viel Regen. Mir immer so aufgefallen.
Der wird garantiert beim Weizen wegfahren sein, das ist natürlich unten längere Zeit schon. Der CR1090 ist der bei Holland, der gelbe. Ich habe ja von drei Marken jetzt ein Glas noch. Ne, Glas nicht, Messe. Case, sowas gewesen. Und die John Deere. Ja, Montag. Die Thüringen werde ich nicht bei der Fahrt aufnehmen. Da werde ich jetzt zum Freitag nochmal Livestream machen. Die Marsch will ich dann schon fertig haben. Die Woche darauf. Da werde ich dann nicht mehr reagieren können, wenn jemand darauf schreibt im Video. Ansonsten reagiere ich in dem Fall schriftlich. Das mache ich schon. Mittlerweile habe ich das Handy so eine App drauf, wo ich auf dazugreifen könnte oder kann. Was ich vor einem Jahr noch nicht wusste und nicht konnte oder nicht ging, keine Ahnung. Jetzt geht's. Tablet muss ich nochmal aufladen, gut haben. Ich habe die Nummer deaktiviert. Das ist blöd. Ich verwende ja so im Allgemeinen ein Smartphone. Das ist ein Mini-Tablet, A10 ist das Ding. Aber fürs Lesen und so verwende ich auch ganz gerne das größere Gerät. Ne? Eine ohne Vertragsguthaben. Ne? Also muss ich mal die nächsten Tage aufladen. Wieder alle voll. Fangen wir hier vorne an, ne? Ist ja fast voll, hat sich ja gar nicht gelohnt. Ah, da kommt er schon. Gleich mal voll machen. Den Rest kann ich hier sein. Ich muss mal Platz machen hier. Wollen wir nicht zu schnell fahren. Soll ich noch einen Ball, dann mal irgendwie mal sehen, dass wir das auch noch mal holen. Bei Gelegenheit. Das ist ein Gras, die Lageballen. Jetzt war der Grasernte ja das Lager voll gewesen, musste ich wohin. Dann war ich halt auf die Lageballen, ne? Oder genauso. Und Gras kann man natürlich dreimal ja ernten. Und daher ist er ertraglich mal ähnlich wie bei Mais. Da kann man nur einmal ernten, ne? Und die großen Felder sind mal unsere eigenen 13 und die 11. Dann haben wir richtig viel Fläche. Ja, so eine Felder kannst du nur entweder Soja oder Raps einpflanzen, ne? Also gucken muss ich in der Fruchtfolge, dass es dann auch noch passt. Ne? Weil Raps und Soja, das geht nicht hintereinander. Aus einem einfachen Grund, weil Raps wird ja schon Ende Sommer, Anfang Herbst ausgesät. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, wenn das zu spät gemacht wird, dann keimt das nicht mehr. Dann haben wir umsonst die Arbeit zu uns gemacht. Also jetzt hat nur höchstens umgekehrt nach dem Raps dann so. Ja, das würde gehen, man muss halt mit der Beratung lassen. Ne? Da muss ich mal sehen. Wenn die Verband arbeiten, dann geht es ja auch zügig.
Wenn wir so ein großes Feld haben, dann können wir auch sicherlich entsprechende Maschinen uns leisten, ne? So, wie sieht's aus? Der erste kommt in unsere Richtung. Und sind im Grunde jetzt rund zur Hälfte fertig. Rund. Der braucht noch am längsten, weil er im Prinzip so fahren muss, ne? Und da geht's hoch und runter, geht ziemlich schnell. Und wie sieht das aus? Benötig Kalk, ne? Habe ich Glück gehabt. Wenn die Karte rechtzeitig kommt. Wenn die Karte nicht kommt, dann muss ich entsprechend noch kalken. Also dann muss ich nochmal Aussaat machen. Nochmal eine Saison spielen. Muss aber dazu sagen, Updates von Mais Plus kamen bereits. Vielleicht ist er da schon mittendrin und die Karte kommt früher, wie man denkt. Das weiß man nicht. Obwohl ich keinen Mais Plus machen werde, also das für mich ist die Silage Silage, für die Kühe ist das völlig egal. Das eine ist halt energiehaltiger als das andere, also im Grunde Kühe wollen kein Mais im Futter haben, also das sind keine Körnerfresser, ne? Also ein Gras Esser. Wenn der Kuh was anbietet, wo sie sich aussuchen kann, dann nimmt sie Gras und dann nachher Silage, und auch aus Gras an Möglichkeiten. Ne? Wird es doch nicht machen. Ach, das kommt öfter die Berechnung da oben. Kann man so nicht ganz voll nehmen. So, V und B sammeln. Volle Kraft voraus. So, Zuschauer, das wäre auch die heutige Folge. Auch wieder Strohernte und tja, Überwachung, was die anderen machen bei der Arbeit, Kontrolle, dass immer läuft. Wir sagen halt Show. Ja, liebe Schauer, das soll es auch heute gewesen sein. Ja, schönen Dank fürs Reinschauen. Tja, dann noch Rest. Schönen Rest Montag. Noch schönen Feierabend, wenn es geht. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss.